Moin moin und hallo heute, ein cooles Unboxing-Video von mir für euch. Heute der Proxon Industrial Mikroklick Drehmomentschlüssel MC200 für 40 bis 200 Newtonmeter. Es hat ein halb Zoll Vierkantgetriebe oder Antrieb, unscheinbar Rechts- und Linkslauf. Es wurde super krass kalibriert wahrscheinlich und es soll ganz simpel und fein zu justieren sein. Packen wir es aus. So. Es kommt daher in einer grünen Proxon Mikroklick-Verpackung, die wir uns jetzt mal hier genau anschauen. Die ist zum Schutz des Werkstückes da, des Messwerkzeuges. Man kann es öffnen an diesen Klemmerchen hier. Und jetzt werden wir es sehen. Seid dabei, wie ich es öffne. Hui, da ist er. Dö, 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 dö. So, den lassen wir erstmal beiseite und gucken, was wir hier haben. Was haben wir denn hier? Hier haben wir ein Kalibrierungszertifikat. Dann Bedienungsanleitung. Und ich denke mal, das wird Werbung sein. Okay, kommen wir zum eigentlichen Star heute. Neben mir natürlich, da haben wir ihn sehr lang, schön, sehr schwer gearbeitet, was ja bei der Länge auch sinnvoll ist. Hier vorne kommen dann die Nüsschen drauf. Hier könnt ihr umstellen, rechts und links. Okay, dann haben wir hier Proxon, dass das qualitativ super sein soll und auch gewartet ist. So, hier haben wir dann die Anzeige, wo wir uns dann aufhalten. Wir halten uns jetzt gerade unter 40 Newtonmetern auf. Wie stellen wir das ein? Wir haben hier unten so ein Rad, das ist momentan noch gelockt. Das müssen wir jetzt nach außen ziehen und dann können wir uns zu den 60 Newtonmetern zum Beispiel vorarbeiten. Hier unten noch ist eine kleine Schritte, also pro Newtonmeter Skala. Das heißt, wir sind jetzt hier gleich bei 70 und jetzt gehen wir auf die 70 zu. Jetzt haben wir 71, 72, 73 etc. Und wenn wir es feststellen wollen, müssen wir das hereindrücken mit einem leichten Kantenschlag. Und jetzt könnten wir es benutzen. Wichtig ist immer, wenn ihr fertig seid, dreht es wieder auf die Nullstellung zurück, beziehungsweise auf die 40 Newtonmetern. Und dann rastet es schön ein. Zack. Und ihr wisst Bescheid. Schönes Werkstück, super toll gearbeitet, war auch nicht billig, aber sollte uns bei unseren Fahrzeugen gute Dienste leisten. Ich danke euch fürs Zuschauen, bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!